Ganz ruhig, Curry, ja? Und in der Realität sind die ganz kleine Menschen, so, weißt du? Und auf der Gamescom haben wir natürlich auch den Floxe getroffen. Das hat mich sehr gefreut. Floxe. Den Floxe kennt er ja noch. Und den werden wir bestimmt bald auch mal dazu holen. Also unsere DayZ-Truppe wird so auf 5 Leute anwachsen und das wird dann super lustig. Und heute treffen wir schon einer von den Ich hab bei einer Kanaken gesagt, Kandidaten. Ja, das wollte ich auch ne, ich war gerade nur abgelenkt wegen dem Polizeiwagen. Ich habe ein bisschen Angst bei Altis noch, dass mich gleich wieder irgendein glitschendes Fahrzeug umfährt. Aber ich finde, bis jetzt ist die Performance eigentlich relativ gut, oder nicht, Curry? Ja, wir sind mitten in Krawalla, ne? Da ist Krawalle. So, wir suchen jemanden. Und zwar den Stricher aller Stricher hier in Altis. Und Krawalla steht nachts immer rund um die Uhr zur Verfügung. Oh, guck mal hier. Bitch. Hallo, Herr Officer. Hallo, Herr Officer. Mein Reißverschluss ist auf. Könnten Sie den mal kurz zumachen? Ich wollte nur einen wunderschönen Tag wünschen. Es ist heute so schön sonnig. Einen wunderschönen Tag wünsche ich mir auch. Dankeschön. Dankeschön. Ja. Gott sei Dank, Gott sei Dank hat er das erste nicht verstanden. Ja, die heilige Helene steht auch noch hier, wenn sich einer dran erinnert. ich frage mich aber, wo denn unser Kontakt ist. Ist er das da hinten oder ist das wieder der Curry, der wieder alles übersteigt? Da ist er doch! Hallo? Der Bronze, ich werde bitte Hallo. Mann, was du denn hier? Well, Bronze. Ich bin so in Kavalle unterwegs, aber mal kommt der Bronze auch rein zu, ich werde bekloppt, ey, was machst du? Ja, da kannst du mal sehen, ne? Die dümmsten Tomaten finden sich immer. Ja. Oh, da kommt mal ein Krankenwagen, Alter, was ist das denn? Ist das ein Kranken? Krankenwagen! Hilfe, Hilfe! Was ist das denn? Boah, der hat uns voll böse angeguckt. So, ich muss mal den Curry und so weiter ganz kurz muten. Ja, wir wollen heute mal ein bisschen Knete machen und mal gucken, ob wir uns wieder mit ein paar Spielern zusammenschießen können. Aber zu Beginn müssen wir natürlich erstmal uns einen Wagen besorgen. Wir fangen jetzt wirklich echt mal klein an und wollen uns mal hocharbeiten. Also, Altis kommt jetzt alle zwei Tage beim Bronze auf dem Channel, beim Curry auf dem Channel und meinem Channel. Wechselt sich mit DayZ ab, weil wir wissen nicht, wie lange DayZ noch weiterläuft. Und, oh, genau. Was hat denn hier? Und da wollten wir jetzt Altis mal nie wieder spielen. Der Major und der Floxe kommen bald auch dazu. Und damit bin ich mal. Guten Tag. Bin mal gespannt, wie es weitergeht. Hallo. Was hat denn hier? Kfz-Handel. Ja, genau, der Major, der hat sich auf jeden Fall schon angekündigt, dass der auch wieder Altis live spielen wollte. Der wird hier dann direkt mal mit einsteigen. Das wird, glaube ich, ganz lustig. Die Cops, die rasten hier wieder aus. Ja, das stimmt. Der Major, den kennt der ein oder andere aus der Sie. Und wir haben gedacht, ach komm, Altis ist bestimmt lustig. Sag mal, wo kann ich denn mit eine Fahrerlizenz hier kaufen? Komm nicht rein. Wie viel Geld habt ihr denn? 1000 Dollar. Ich habe 20.000 auf der Bank. Ja, Curry, dann hau ich dir mal gleich was rüber, damit ihr denn eine Fahrerlizenz... Wobei, einer braucht eigentlich nur eine Fahrerlizenz. Bekleidungsausstatter. Kauft euch aber mal alle einen Rucksack, bitte. Warum läuft der hier mit gezogener Waffe rum, der Polizist? Was ist los? Ja, das weiß ich auch nicht. Aber ich gehe mal kurz zum ATM. Sicherheit geht vor. Geld von der Bank. Wo ist denn das ATM? Das stand doch mal hier. Ach, das hier, ist drüben. Hier ist auch eins, okay. Was kostet so eine Fahrerlizenz? 500, glaube ich, oder? Boah, ich weiß nicht, was es kostet. Ich hole einfach mal 20.000. Vielleicht haben sie ja auch die Preise geändert hier. Und überweist dem Curry einfach mal, oder ich gebe dem Curry auch mal gleich Geld. Wo kriege ich denn die Fahrerlizenz her? Curry, lass die eiserne Helene in Ruhe. Guck nur. Ich habe immer Angst, wenn die Autos angefahren kommen, dass ich jetzt gleich jeden Moment draufgehe. Oh, Data. Und der Server ist gerade nicht so voll. Das Hallo. Ist ziemlich angenehm. So, Curry, komm mal her, ich gebe dir mal. Wo ist denn die Fahrerlizenz hier? Bronze hast du gefunden? Nee. Was ist das denn? Sag mal ruhig. Teufel. Sag mal ruhig. Ich glaube, das kam hier von der Tina oder so. Tina? Tina? Hast du gerade gesungen? Mr. Spick, ich möchte gerne eine öffentliche Bedrängnis hier melden. Tina singt ziemlich schrecklich, meine Ohren tun weh, ich blute. Könnten Sie bitte verhaften, abführen und vielleicht auch erschießen? Ich würde vorschlagen, Todesstrafe. Ja, oder? Und danach noch Sicherheitsverwahrung. Singen, ich hab nicht mal irgendwas gehört von der Dame. Oh, okay. Da war es doch der Currywurst. Guten Tag, Herr Polizist, ich habe mal eine Frage. Wo kriege ich eine Fahrerlizenz her? Denn ich möchte gerne ein paar Pfirsiche pflücken, um mein Kind, den kleinen Jeremy Pascal... Warte, was? Müssen wir zum Bürgeramt, da gleich wo ich hinschaue. Zum Bürgeramt, okay. Ist das hier der Bürgeramt? Ja, da gerade durch. Ja, da kriegen sie alle. Mischwarenhändler. Ist aber nett, vielen Dank. Dankeschön. Ja, mein kleiner Junge Jeremy braucht auf jeden Fall noch ein paar Pfirsiche, denn der ist kurz vorm Verhungern. In Krawalla gibt es ja nicht so leckeres Essen. Ich habe letztens noch gehört, es soll bald Spinat importiert werden. Wissen Sie da schon was? Hallo, Herr Currywurst. Da müssen wir mal nachschauen. Guten Tag. Vielleicht kommt das ja noch, ne? Ja, das wäre super lecker. So? Dankeschön. Ganz super. Oh, die Tina. Ziemlich männlich. Tina. Bronze, weißt du, wo das Bürgeramt ist? Ja, hier drüben. Einmal durchlaufen, glaube ich. Ja. Ich glaube, sie meinte hier. Was?
Ja, wir versuchen jetzt echt auch so ein bisschen Roleplay zu machen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare so coole Geschichten schreiben. Also ich habe jetzt meinen Sohn Jeremy eingebracht. Für was für ein Kind hätte der Bronze oder was für ein Leben hätte der Bronze, was für ein Leben hätte der Curry. Einfach mal in die Kommentare schreiben. Und dann nehmen wir einfach mal die Rollen an, so in Alters. Ja. Weil das ist ja Roleplay, das wäre eigentlich total lustig. Das wäre natürlich lustig, klar. Also ich habe schon mal den jungen Jeremy Pascal von und zu und mit Gutenberg. Ich brauch Geld. Curry, hol dir aber bitte keine Fahrerlizenz. Komm mal zu mir, Curry. Achso. Gib dir Geld. Weil du brauchst, oder du kannst dir, ach, die kostet ja nur 500. Ne, warte mal, ich geb dir mal was. Ja, die kannst du so mitnehmen, aber. Komm mal kurz her, Curry. Ich schieb dir mal was hier. Ich schieb dir mal 10.000, Junge. Kauf dir mal vernünftig. Lass mal rüberschieben. Hör mal. Ist drüben. Immer. Da kauft euch auf jeden Fall auch Rucksäcke und so ein Kram. Das kennt ihr ja alles. Und Night Visions? Nicht schon wieder, Alter. Das ist schöne Grüße an den Major übrigens. Ja, ich muss aber sagen, ich freue mich wirklich sehr wieder auf das Let's Play. Ich habe ja lange überlegt, ob wir es spielen sollen wieder. Aber ich habe echt Bock, so mit dem Bronze und so weiter und auch mit der Community mal vielleicht so ein Treffen hier zu machen auf dem Server. Ja, aber im Daltes Live bietet sich immer an, dass man coole Sachen machen kann. Ne? So ähnlich in DayZ, da haben wir auch immer einiges gerissen, sag ich mal, auch mit der Community. Ich würde es geil finden, wenn die Leute wirklich auch so uns Rollen vorschlagen, die wir dann auch annehmen, weil so richtig Roleplaying, weißt du? Ich bin jetzt der Lovely Man, ja, Alter. Müssen wir die Rolle mal so, wenn wir mit anderen Leuten immer reden. Das Outfit heißt der Lovely Man. Oh. So, Curry, kauf dir mal hier bitte noch einen Werkzeugkasten, bitte. Warte, ich brauche noch einen Rucksack. Soll man lieber mal ein Fernglas mitnehmen, falls wir. Einen kleinen Rucksack für den Lovely Man. So, ich gehe jetzt mal uns einen Wagen besorgen. Und dann fahren wir mal los, Papiersicher. Was ist mit ihm hier, Alter? Was denn? Der ist einfach umgekippt. Das war wahrscheinlich der Armadillo, oder? Der wurde gekickt. Ich hatte zu viel getrunken. Armadillo. Ah, habt ihr auch Werkzeugkasten dabei, Leute? Das brauchen wir. Bronze, kauft ihr mal einen Rucksack. Ja, bitte. Sehr schön. Wo kann man sich denn hier einen Rucksack kaufen? Bei dem Kleidung und dann musst du unten den Balken ändern auf Rucksäcke. Könnt ihr sogar Lotto spielen, Alter. Das ist Hammer. So, ja, die Cops sind auf jeden Fall hier schon ziemlich wach am Schieben, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Man kann auch Banken überfallen, da fährt auch wieder ein Krankenwagen, also haben die schon sehr, sehr nice gemacht auf dem Server. Ich geh mal jetzt zu dem Sanitäter, mal fragen, was er so Schlimmes erlebt hat. Ich komm mit. Herr Sanitäter, Herr Sanitäter. Warte mal, mach ein bisschen Abstand zum Krankenwagen. Herr Sanitäter, Alter, guck mal die aus. Herr Sanitäter. Ja. Ich hätte mal eine Frage. Ich bin ja ziemlich, Ja. Ich bin ja, oh sorry, ich hab mich kurz hingedrückt, weil ich einen Screenshot gemacht habe. Einmal kurz stehen bleiben, mach mal eine coole Pose. Ja, bleib mal so stehen. Ja, yeah, geil. Warte. Hammer, danke. Ich hätte mal eine Frage und zwar, was ist das krasseste an Unfällen, was Sie bisher erlebt haben? Hallo? Ja, ich glaube, der muss gerade nachdenken. Ich möchte nicht mit uns. Ey, wo hast du den Anzug her, Curry? Ich bin der Lovely Man. Oh. Ja, was richtig, was verrückt ist. Also, hat er getrunken? Ein verunglücktes ADAC-Auto im Wasser. Oh Gott, ein verunglücktes ADAC-Auto im Wasser. Kopf gegen Scheibe geknallt. Ach du Scheiße, was eine Sauerei. Aber das darfst du uns doch eigentlich gar nicht erzählen, oder? Oh oh. Das war bestimmt ein spritziges Erlebnis. Ja, ich geh mal lieber weg hier, bevor die Polizei mich wieder aus irgendwelchen Gründen verhaftet, auch wenn ich nichts mache. Ich wollte mir noch ganz kurz sehen. Ey, Bronze, wir müssen uns alle diesen Anzug kaufen, den der Curry hat. Wir müssen voll im Partnerlook sein, eigentlich. Achso, diesen, diesen komischen Suit hier. Beim Curry, wo hast du das geholt? Bei dem Ausstatter. Der Lofty Man ist das. Yeah, Alter! Geil! Guck mal hier, ey, wo ist der Curry? Voll die Seriösen. Ja klar, wir machen voll Business. Wir bauen unser Drogenkartell jetzt endlich mal auf hier. Ich glaube, dass es diesmal auch was wird hier. So, ich besorge uns mal ein Auto. Klar, so richtiges Business aufbauen wäre natürlich eine gute Sache. Ja, bitte. Jetzt ich muss mal ganz kurz gucken, wie viel Geld ich noch habe auf dem Konto. Ja, 4.000 Bonds hast du noch aber da so? Hast du noch 3.000 vielleicht am Start? Auf der Bank, aber kann ich eben holen. Ich verstehe sie gerade nicht. Meine warte, Kollegen. Warte mal ganz kurz, Bronze. Curry, hast du noch 3.000 gerade auf der Hand? Ich wollte nur in Erfahrung bringen, ob sie der Currywurst sind. Nee, das ist die Currywurst. Curry, hast du noch 4.000 auf der Bank? Schmeckt lecker. 3.000, ich hab gar nichts, Alter. Ich hab 1.000 noch. Ah, okay, oh, dann hol ich mir mal ganz kurz. Tu mal ganz kurz Geld. Sind sie denn die Tina? Okay. Ja, das bin ich. Nee. Okay, so ein Spaß, Alter. Ich weiß wahrscheinlich gar nicht, was jetzt gerade passiert. So, warte mal, ich hol mir nochmal. Von der haben wir schon gehört. Ja.
Die sollen ja ganz berüchtigt sein hier in Kavala. Ja, und liebe Zuschauer, wenn euch das alte Let's Play gefällt und ihr freut euch auf neue Folgen, dann macht doch immer bei den Folgen bitte ein Like, damit wir ungefähr wissen. Also das, ich benutze den Like-Button inzwischen immer, um zu gucken, ob wir mehrere Folgen von etwas produzieren sollen oder was lassen sollen. Deswegen. Ja. Ich denke, den kann man da auch ganz gut für misshandeln. Ja, das ist eine gute Hilfe. Okay, Curry, ich miete jetzt einen Geländewagen. Also Bronze und Curry. Rot, Ocker, Weiß, Blau, Wein, Rot Ocker. Oder Blau-Weiß. Ocker, wir sind die Lovely Mans. Ocker? Okay, Ocker. Wo ist der Guck Wagen? Mal, wie schön. Hier, unser Ockerwagen ist da, komm rein. Ja, die Tina, wir gehen mal mit unserem Ockerwagen ein paar Pfirsiche pflücken. Ja, Bronze, auf hier, komm. Weil Business, wissen Sie, weil wir sind die Lovely Mans. Da kommt er noch, Kinders, wir müssen los. Bis später, Tina. Ja, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, die Tina. Wir verpassen unseren Zug. Ja. Halt er nicht vor die Karre hin. Boah. Ja. Bin ich schon wieder in den Knast. Ja, hup, Bronze, du brauchst dich nicht verstecken. Ich sehe dich. So. Hallo. Hauptsache der Name. Der wird überall angezeigt. Der steht überall in Dingen. Alter, was ist denn los mit. Ey, der Wagen ist voll. Achso, mit der Maus steuert man ja auch noch. Boah, ich vergesse Alter, da hinten ist Einsatz. Alter, warum Kannst ist der Wagen? Da nicht alle gegen eine Laterne fahren. Sanitäter hat einen Einsatz. Wo ist der denn? Und was ist das denn? Sind das Blitzer hier vorne, die gelben Dinger? Oh Gott, da kommt der Sanitäter. Sieht so aus, ja. Ey, das ist irgendwie mit Maussteuerung jetzt fahren, oder was? Ach, das sind nee, die Blitzer, du das die sind Maus Blitzer, die haben Blitzer gebaut. Ja, du darfst die Maus einfach nicht bewegen dann, wenn du mit der Tastatur steuerst. Alter, ich glaube, die haben einen Mega-Einsatz da hinten gerade. Wollen wir da hinfahren? Nein, wir müssen uns um unseren Job kümmern. Was ist hier los? Wir fahren einfach weiter. Oh, pass auf. Ich nehme die Verfolgung auf. Da vorne sind auch Blitzer, pass auf. Harry, wir kommen. Da ist es. Alter, die haben hier Blitzer gebaut, ey, wie krass. Ja, richtige Schweine hier, die wollen nicht, dass wir schneller fahren. Jetzt kann ich aber Gas geben. Ja, ist ja auch richtig so. Nein, der blitzt auch nach hinten. Der blitzt auch nach hinten. Egal. Ich habe mein Kennzeichen überklebt. Wir haben gar kein Kennzeichen, sehe ich gerade. Ich weiß. Oh, voll illegal unterwegs hier. Was hast du da getan? Oh, mehr Tempo, Ladies and Gentlemen, mehr Tempo. Für sich fällt willkommen. Oh, ist doch schon hier, oder? Nee, noch ein bisschen weiter. Ja, müsste gleich da sein. Ein Stückchen noch da vorne. Oh, ist das schöne Sonne heute in Kavala. Ja, ne, die Anzüge sind eigentlich viel zu warm dafür. Da sollte man nicht mit rumlaufen. So, ich gebe euch gleich mal noch die Schlüssel von den Autos. Ja, ich habe mir spezielle Löcher reingemacht, vor allem im Schritt. Ach, guck mal, es gibt... Was? Es gibt hier auch Lackierer. Hey, du hast abgeschlossen, so jetzt. Nee. Ich gebe euch mal die Schlüssel noch ganz schnell, warte mal. Schlüssel. Ich flück schon mal. Gib mal den Curry. Pfirsiche nehmen. Und den Bronze. Zum Not mal fahren. Und schließ das Auto mal wieder ab. So. Wie war das mit Z? Nee. Wir pflücken alle Pfirsiche. Die Lovely Men sind da. Pfirsiche machen Spaß, ja, das ist tralala. Und schmecken auch sehr gut, oh ja. Bronze ist dabei und der Dennis auch. Achso, ihr müsst unbedingt bitte auf eure Nahrung achten, weil ich bin schon mal in der Ja, ich hab leider. Ich, ja, und verhungert. Und das wollte Stimmt. Und ja, immer bitte bei, wenn ihr auf Z drückt, müsst ihr unbedingt, musst du auf. Ach, guck mal, du bist nicht berechtigt, in fremde Rucksäcke zu schauen. Das haben die jetzt auch endlich mal eingeführt, Gott sei Dank. Beim Smartphone, warte mal, ihr müsst. Akku braucht man jetzt auch, glaube ich. Ah, ne, das ist auch schon wieder weg, okay. Ihr müsst das immer synchronisieren auf Update, ne? Nicht ja. So, jetzt machen wir hier erstmal die Rucksäcke voll und dann tragen wir das in den Wagen. Wir müssen jetzt auf jeden Fall viel ackern, damit wir uns bald einen Helikopter leisten können. Oder irgendwas anderes. Oder wir fahren mal Rucksack. Mit dem Auto zum Drogendings. Da haben wir eine lange Tour vor uns. Ja. Ja, was hast du gesagt? Wir müssen synchronisieren? Ja, auf Update. Ja, genau. Damit deine Sachen auch so bleiben, weißt du? Am besten immer so alles so. Nach jeder Folge dann immer. Genau, und die Folgen gehen so im Schnitt 20, 25 Minuten, immer alle zwei Tage. Beim Bronze auf dem Channel, beim Curry und bei mir. Immer abwechselnd mit Daisy. Bronze sieht aus wie der schwule Hitman. Hast du das gegen meine Sexualität? Alle zwei Tage. 18 Uhr alle zwei Tage. Alle Folgen findet ihr unter dem Video in der Beschreibung, möchte ich auch nochmal ganz kurz sagen. Da gibt es eine Playlist. Was dauert aber lange, bis man hier... Haben die das irgendwie runtergesetzt, dass man jetzt mehr einnehmen kann? Bronze hat sich nur einen kleinen Rucksack gekauft. Du Sau! Ach so, Bronze, ja, okay. Ja, ich kenne mich denn? Nur mit kleinen Dingen aus. Jetzt weiß nicht mehr weiter, ne? Klein ist beim Bronze das wichtigste Merkmal. Ja, deswegen musst du dir auch Löcher da drin Leben, machen. Weißt du? Immer auf die Kleinen! Alter, ich trage mal schon mal ein paar Sachen hier rüber Alter, in den Wagen. Wie viel, warte mal. Fett. 45 mal 40 habe ich hier drin. So, 80 passen, ja, dann lach dich schon mal in den Wagen. 64 oder so. 80 passen in den Wagen.
Da hat schon 88. mal 30 rein hier, warte mal. Ja. Mit T, ne? Dim, 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 dim. Weiß oh, da fliegt ein Schmetterling. Wo? Vorne. Oh. Ah, da vorne ist ein guter. Ja, lass uns den Baum fangen und mitnehmen. Was? Willst du den dann essen oder was? Ha, gay. Am besten noch austrocknen. Ich hab Hunger. Wir sind die Lovely Man. In der Not verspeist man alles. Ja, also ich möchte nochmal aufrufen, dass die Community wirklich für uns drei und auch ja. für den Major und so weiter... Wenn und einen Lebenslauf, spielt, einen kleinen Lebenslauf. Genau, so eine kleine Geschichte, weil wir müssen die Rollen dann tatsächlich auch annehmen, wenn uns Cops oder so fragen, dass wir die Rollen dann... Ja, dann benehmen wir uns auch so. Ja. Nee, wir heißen so wie im Spiel, Bronze, Currywurst... Das stimmt, da müssen wir nämlich wieder sonst mal müssen wir neue Accounts machen und alles ist weg, weißt du? Ach echt, wenn man sich umbenennt? Ja, das ja, ist ja. Total scheiße. Ja, aber ist egal, wir können ja dann halt in-game die Rollen annehmen und obwohl, da nein, ich glaub, können echt einige interessante Stories bei uns kommen dann. Ja. Vor allem, wenn die Cops dich verhaften, so könntest du echt voll die Geschichte. Ah, jetzt bin ich voll. Ich hab jetzt, glaube ich, 64. Oh, hast du wieder gesoffen, Curry? Ja, auch. Aber das war der Bronze schuld, weil der hat mich gezwungen. Sonst müsste ich nämlich ein Schmetterling essen. Ja, weil warte ich mal. Ein Alkoholiker bin. Wollte ich dem kleinen Tier. So, der Wagen ist voll, Curry, der Wagen ist voll. Ja, mein Rucksack ist auch voll. Ja, ich nehme auch nochmal hier was mit. Bin mal gespannt, wie viel Knete wir denn da jetzt kriegen. Das dauert aber lange, oder? Ja. Wir haben ja große Rucksäcke, ne? Eigentlich müssten wir viel, viel geile Deals hier abschließen mit Investoren und sowas und wir gehen ja Pfirsiche pflücken. Ja, wir kaufen uns immer, wenn wir dann Kavala nicht ein paar Leute gleich kennen. Wenn wir mega reich sind, dann machen wir Apple auf. Ja, hör mal, vom Tellerwäscher zum Millionär. Ernsthaft, Curry, Alter? Dann machen wir Apple auf, Alter, das ist doch nicht dein Ernst. Ich mache in Äpfel. Was? Aber Bronzer, heute ist irgendwas, was ist los heute mit dir? Scheint die Sonne zu stark auf deinem Kopf oder was? Ja, ich muss mir mal wieder Haare wachsen lassen. Irgendwie kommt das nicht so gut. Also ein Strichcode hinten auf dem Hinterkopf, der schwillt schon, ey. Agent 47 Bronzer, Alter. Sir, ja, Sir! Ah, da kommt was. Oh, Taxi. Ach, ADAC. Oh. Was war das? ADAC Engel. Oder Taxi? Ja, die geben wieder ihr Geld wegbringen. Sieht aus wie ADAC, oder? Müssen echt mal auch Leute überfallen später und so alles. Überfahren? Ach, überfallen. Überfallen. Ja, komm. Richtig geil, einfach so umstellen und runter mit den Waffen und so ein Scheiß. Ja, die Lovely Mans, weißt du, mit den pinken Anzügen. Weil du, ja, wir sind aus wie die, ey, wir machen die Mafia von Altes, die werden wir. Guck mal, weil wenn der Flox noch dabei ist und der ja, das müssen wir aber Major, wirklich dann so durchziehen, Leute. Ne? Ja, also ihr müsst so einen Mafia-Lebenslauf für genau, uns wir sind finden. Ja, das wäre super, Alter. Und am besten noch einen Namen, die Muffins. Genau, wir sind die Muffins, der Mafia-Clan, die Muffins. Die Mafia-Muffins, Alter. Mit Don Calona, Alter. Voll authentisch, ey. Don Calona. Voll geil, ich werde Alter. Dir ein Angebot machen, das du nicht genau, ablehnen immer, kannst. Genau, immer wenn die Cops sich, und wir können die Cops bestechen und so, ey, wir müssen voll unser Imperium aufbauen. Ja, und einer von uns hat voll die helle Stimme, so. Ja, der Major, du brauchst seine Stimme ja gar nicht verändern. Ja, der Major. Ey, Johnny, das kannst du doch nicht machen. Das war böse, Alter. Da könnt ihr ja, auch einfach mal in den Kommentaren schreiben, wie ihr die findet. Also die Muffins sind gegründet, wir machen mal ganz kurz die Muffin-Gründung. Komm, stellt euch mal hier kurz hin. Doch, das müssen wir wirklich machen. Fusion. Okay, genau. Mach mal alle, was macht der denn hier? Wie kann man denn hier, wie kann man... Ist mir eine große Ehre, an eure Seite zu kämpfen. Warte mal, wie kann man denn mal hier, kann man doch so... drückt euch mal alle mit, drückt mal Was macht man hier? Kann auch irgendwie... Ach, salutieren meinst du? Ja, wie geht das? Mit Raute. Mit Raute, oder? Ja. So, Männer, wir haben uns heute einberufen... Also, Entschuldigung. Moment, nochmal. Warte, wir müssen uns besser hinstellen. In Dreieck. Alle vors Auto oder so. Nee, ich stehe vor euch, ich zeige euch jetzt gleich wieso. Jeder macht jetzt eine Ansprache. Curry, stell dich mal daneben. Warte. Badum. Das ist jetzt das Training hier, weil wir müssen ja unsere Synchro, unsere Stimmen anpassen. So, okay, 3, 2, 1. So, liebe Männer! Übertreib doch noch ein bisschen, Alter. Du bist Opa, ey. Weißt du, am besten, 60 Jahre du hast so eine jetzt. Kehlkopfentzündung, Alter, muss auch ein Mikro drunter halten. Hallo, liebe Leute. Ey, warte. Du musst ruhig sein, das muss voll ernst sein, ey. Hallo, liebe Männer, wir haben uns heute hier getroffen. Junge, hör zu lachen. Wir wollen einen geheimen Plan starten. Wir wollen Altes und Kavala übernehmen. Don Calone hat die Muffins 1910 gegründet. Viele Leute sind gestorben. Vito Scaletta, Tommy Vercelli, Currywurst Mom. Und heute, Moment, ich muss still sein. Der Krankenwagen. Wir müssen die Cops auf unsere Seite ziehen. Wir müssen Kavala regieren. Ja, Sir. Johnny, wir werden unser Imperium aufbauen. So, der nächste bitte. Boah, mir ist recht schwindig geworden, wo ich die Rede gemacht habe. Bronze, bitte gehen Sie nach vorne. Also, Don Calone ist unser Anführer. Hat damals die Tortellinis erfunden. Hallo.
Hallo, mein Name ist Johnny. Alle dieselbe Stimme, weißt du? Schön, dass ihr hier seid. Weil so die Mafiose stehen hier, wenn die Cops so vorbeireden und erzählen wollen, so den Mord komplett. Aber ich bin ruhig, der Bronze macht seine Ansprache. Wir müssen uns verbünden mit der Polizei. Und wir werden ja einiges verunstalten in der ganzen Stadt. Und der Currywurst darf sich nicht selber anknabbern, auch wenn er lecker ist. Und der Heideltraut, der wird aus der Haut fahren, bis er nicht mehr weiter weiß. Gut, Bronze, hast du wunderbar gemacht. Aber wir werden gucken. Komm weg da von der Bühne. Wie er so wegschiebt, Alter. Ey, meine Bühne. So. Aber du musst jetzt die richtige Mafiosenstimme machen, Curry. Ja, gute Tag, mein Name ist Manfred. Nein, Alter, schon ernst, ey. Wir sind die Muffins, Mann. Wir müssen. Komm, ja, jetzt. Aber Manfred, der passt doch voll da rein, Alter. Nein, du musst. Nein, mein Name ist Manfred. Das macht okay. Der Major später. Du musst voll die Mafia. Wir drei sind die. Genau. Die Dons, der Dons, Alter. Guten Abend, meine Freunde. Ich bin heute hier mit euch zusammengekommen. Und wir haben diese Mafia-Gruppe gegründet, die Muffins. Wir nehmen Kavalle ein. Wir zeigen der Polizei, was es heißt, wenn man sich mit uns anlegt. Denn das lassen wir uns nicht gefallen, was der Staat mit uns anrichtet, mit unserem Volk. Wir werden zurückschlagen. Bleib mal kurz stehen, Curry. Was mit ihm, Alter? Ey, Bronze, wenn du so den Curry, guck mal zu mir. Was denn? Das sieht total behindert aus. Mach mal die Ego-Ansicht. Als ob er irgendwie so die, als ob er so Angst vor der Sonne hat, so weiß. Facepalm, guck mal, Facepalm. Noch Facepalm, Alter. Noch Facepalm, Alter. Was ist denn mit ihm hier? Entferne dich. Entferne dich oder die Muffins werden dich umfahren. Dies ist eine geheime Gruppenangelegenheit. Du hast 10 Sekunden von hier zu fliehen oder der Tod wird dich holen. Dissolex, dein Name 9, steht auf der Liste. 8, 7, 6. 5, ohne Auto, ohne Auto. Nimm dein Auto mit, du Ratte. Nee, im Kreis bringt nichts. Mit deinem Auto wegfahren. 10, 9, Johnny, darf ich an dir schießen? 7, 6, 5, 4, 3, der Boss ist sauer. Nein. Okay, wir können über alles reden. Also. Ist gut. Du hast gewonnen. Man muss ja nicht direkt übertreiben. Ja, und wie das ausgeht, Leute, seht ihr in der nächsten Folge von Altes Live. Oh mein Gott, das ist bestimmt böse, wenn die Fans sterben, wir werden alle töten. Werden die Muffins hier im Imperium starten. Oh mein Gott, dann wollen sie alle töten. Tschüss. Ich kenne euch von irgendwo. Tschüss.